willkommen zur 28. IAF. Messe war, ich glaube, das kann man jetzt sagen, ein voller Erfolg. Denn wir hatten Besucher aus mehr als 70 Ländern. Wenn man darüber nachdenkt, dass es immer noch Reisebeschränkungen in manchen Ländern gibt und dass es durchaus schwierig war und eine Herausforderung war für manche unserer Kunden, hierher zu kommen, dann ist das wirklich beachtlich. Ja? Also wir haben einen vollen Messestand immer wieder gehabt und wir haben auch gesehen, dass das Interesse bei unseren Maschinen sehr groß war. Diese Situation zeigt auch, welche Bedeutung die Eisenbahninfrastruktur für uns, nicht nur für unsere Branche, ja, aber auch für den Verkehr, für das System Bahn in der Summe hat. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr positiver Ausblick.